Hello again. Ich sag nur einfach hello again. Hallo, ihr kleinen Rätselfreunde dort draußen, der NRW über 18 hier. Zurück bei Sherlock Holmes, Kapitel 1. Und ja, ihr musstet ein bisschen warten, aber ja, ich hoffe und hoffe wirklich für uns alle, dass ich hier jetzt mehr Zeit habe zum Spielen. Ich habe es mir fest vorgenommen, aber wie gesagt, ich habe in den letzten Monaten einfach nur zu viel um die Ohren. Aber wie gesagt, ich versuche mir hier Zeit zu nehmen, dass die Abstände zwischen den Teilen nicht zu groß werden. So, in der letzten Folge haben wir uns schon das Hotel ein wenig angeguckt, haben auch schon ein erstes großes Erlebnis gehabt und ja, tümmeln jetzt hier so rum. Und ja, wir haben neue Informationen. Also drücke Q, um den Konzentrationsmodus zu wechseln und zu Details über dein Ziel zu offenbaren. Vergiss nicht, woher den dafür relevanten Hinweis anzuheften, da sonst einige Details nicht angezeigt werden. Versuche, den ehemaligen Marineoffizier zu finden. Moment mal, das hatten wir doch schon. Dieser Gehstock gehört zu einem englischen Adligen. Ich könnte die anderen Gäste fragen, wer vor uns an unserem Tisch gesessen hat. Ich muss einen ehemaligen Marineoffizier finden, der in den Vorgarten gegangen ist. Hä? Ich habe gespeichert am Ende der letzten Folge und habe den Speicherstand jetzt wieder geladen. Aber das hatten wir doch schon. Englischer Bankangestellter. Englischer. Wer war das denn jetzt hier? Er? Ne, er war das. Could you help me? I'm sorry, but I've never heard of that. Ah ja, danke. Griechischer Sänger, griechischer Wein. Was ist denn mit ihm hier? Ah, italienischer Lehrer. Okay. Schauspieler. Eine Pflanze, eindeutig. Was? Brasilianische Diplomatin, irischer Diener. Mag Katzen, oh. Direkt sympathisch. Oh, wer ist das? Eine deutsche Köchin. Leidet an einer Lungenkrankheit. Wohlgesonnen. Oh Gott, die Arme. Tja. Dann versuchen wir das Ganze doch nochmal. Kurdischer Apotheker, das ist er auch nicht. Arabischer Bankangestellter. Das ist ein Bediensteter. Das sind Bankangestellte. Er vielleicht? Would you like a drink, sir? Nein. Deutscher Sekretär. Muss einen ehemaligen Marineoffizier finden. Viel in Pups unterwegs. Das war ja auch Engländer, oder? Er muss ja Engländer sein. Is this familiar to you? I can't help you, friend. Are you able to help me? I can't help you, friend. Oh Gott. This isn't working. You might need a different tack. Okay. Help me, please. I would never deny you, sir, but I know nothing about this. Ich hab doch noch gar nichts gesagt. Hallo. Are you able to help me? Oh, sir, I'm afraid I don't know about that. Oh, I am bored. Call me when you find the answer. Ja, ja, du mich auch. Do you know anything about this? I can't help you with that, sir. Habe ich den Hinweis? Warte mal. Wo war das jetzt? War das? Nee, das war Fotografie. Fallmappe. Genau, den habe ich angehangen. Der gefundene Gehstock. Genau, den habe ich angehangen. Mit X. Genau. Den habe ich angehangen. Hinweis entfernen. Hinweis, genau. Auf Karte setzen. Ach so, ja, 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 klar. Zack, zack. So, dann gucken wir mal ein bisschen weiter, wa, Freunde? Pardon, Monsieur, but I am not in the mood to talk. Na. Aber das Ding ist ja, dass wir im Vorgarten ja schon waren.
ist wasserscheu. May I ask for your assistance? I cannot be of help, sir. Someone else might know better. May I ask for your assistance? I can't help you with that, sir. Hmm. This isn't working. You might need a different tack. Excuse me, just one question. I'm sorry, but I've never heard of that. Ich frage jetzt einfach alle durch. Is this familiar to you? Excuse me, what? I'm not sure I know. Time to check your who, what and what, Sherry. Ja, ja, mach ich gleich. May I ask for your assistance? What? I can't help you, friend. Was hat er denn da? Sherlocks, was? Geistlose Fragerei muss ein Experiment für... Was? Wenn Sherlock weiterhin jeden Passanten das gleiche fragt, drehe ich durch. Merkt er denn nicht das, was das so... Was? Merkt er denn nicht, dass das so nicht funktioniert? Wenn Sherlock nicht seine Vorgehensweise ändert, haben wir nächste Woche noch keine Antworten. Das muss auch... Was willst du denn hier? Das ist ja unglaublich. Erstens, ich weiß, wie Sherry das macht. Ich wette, ich würde auch genau den richtigen Passanten fragen. Aber er würde mich wohl ignorieren. Sherry weiß von den Strapazen der Reise müde sein. Okay, anders kann ich mir sein Scheitern bei meinem Spielchen nicht erklären. Sherlock geht nach wie vor Passanten auf die Nerven und damit auch langsam mir. Warum stellt er nicht die richtigen Fragen? Sherlock Geistesfrage, wenn Sherlock weiter den Passanten, das hatten wir schon, ja. Dieser Gehstock gehört einem englischen Adligen. Ich könnte die anderen Gäste fragen, wer von uns. Wer dann in den Vorhaken gegangen ist. Also muss ich ja wohl hier dann fragen. Künstler, irische Wissenschaftlerin. Are you able to help me? I would help you if I knew, sir. Ah ja, okay. Es muss ja drüben auf der anderen Seite sein, weil sie müssen das ja sehen können. Er hier vielleicht. Do you know anything about this? Oh, I'm sorry, but that's beyond my knowledge. Oh, I am bored. Geh mir nicht auf den Keks. When you find the answer. Deutscher Arzt, ist das hier? Das ist der deutsche Arzt, arabischer Künstler und du bist keiner. Warte mal, was ist mit ihm? Tja, irgendwie will das Spiel nicht so richtig in Gang kommen mit mir. Ich weiß leider nicht, warum. Quältiere? Oh. Ja, die sehen auch nicht so aus. Tja, und dann sind wir wieder hier unten. Hä? Sorry, also wirklich. Jetzt bin ich... Okay. Don't ask me about the cane. I was with you the whole time. Ey, das muss ich jetzt echt machen hier. Das kann ja jetzt nicht wahr sein. Was ist das denn? Can I ask you a question? Excuse me, what? I'm not sure I know. Excuse me, just one question. I usually have an answer for everything, but not for this. Time to check your who, what and what, Sherry. Who are you asking about what and dressed as what? Okay.
Am rechten Ohr taub. Can you satisfy my curiosity? Excuse me, what? Naja. I'm not sure I know. Wette mit John. John meint, dass ich den ehemaligen Marineoffizier, der an unserem Tisch gesessen war, nicht beim ersten Versuch identifizieren kann. Ich werde ihn eines Besseren belehren. Leider habe ich die Wette verloren. Ja, okay. Aber wir müssen ihn trotzdem finden. Okay, alles klar. Der Geisha wurde aus Ebenholz gefällt und weist eine erstaunliche Litografie in Form einer Knoblauchzwiebel auf. Höchstwahrscheinlich das Familienwappen eines seines Besitzers. Der Griff diente der Kopf einer goldenen javanischen Statue im Wajing-Stil, die vermutlich aus einem Tempel gestohlen wurde. Der Gehstock samt Griff ist so schwer, dass man mit ihm durchaus Knochen brechen könnte, wenn man an ihm, wie geht's da unten, wenn man ihn kräftig genug schwingen würde. Tatsächlich weist er zahlreiche... Hallo? Was ist das denn jetzt? Warum kann ich denn jetzt hier nicht runter... Ach, also doch mal Rad. Verwendung. Wo war ich denn jetzt? Gehstock war es so schwer, dass man... tatsächlich weist er zahlreiche Spuren einer solchen oder ähnlichen Verwendung auf, was darauf hindeutet, dass der Besitzer nicht besonders pflegeleicht mit ihm umgegangen ist. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass dieser wertvolle Gehstock höchstwahrscheinlich einem englischen Adligen gehört. John möchte, dass ich den Besitzer finde. Von uns saßen drei Personen an unserem Tisch. Ein Pärchen und ein ehemaliger Marineoffizier. Die anderen Gäste wissen nicht, wohin das Pärchen gegangen ist, aber der Marineoffizier hat sich wohl in den Vordergarten begeben, um Luft zu schnappen. Ich muss ihn finden. Was ist dieser verfickte Vorgarten? Entschuldigt mir jetzt meine Ausdrucksweise, aber wo ist dieser Vorgarten? Mann, ich werd bekloppt. Na, zu. Das kann doch nur dieser Garten hier vor der Vordertür sein, oder nicht? Da, das da sieht doch aus wie ein Adliger, oder nicht? Ah, ist ein italienischer Schauspieler, hat Höhenangst und er ist freundlich. Mann! Someone left their cane at my table. I suspect he will want it back. My apologies, sir, but I wouldn't know how to identify its owner. So the simplest option ended in failure. That's... irritating. No, what is irritating is you trying to break the rules of my game, Sherry. Don't be so lazy. Du kannst mich mal. Es verfolgt mich schon wieder hier. Don't ask me about the cane. I was with you the whole time. So, und hier war... Das kann doch nur der Vorgarten sein, oder? Vordergarten, Entschuldigung. Lebt direkt an der Küste aufgeschlossen. Na, wo ist denn jetzt der schottische Beamte? Hat Höhenangst, wohlgesonnen. Kurdische Lehrerin, ist wasserscheu. Französische Abenteuer, trägt unbequeme Schuhe. Och, es geht. Aufgeschlossen. Schwedischer Sekretär, pensionierter Offizier, aufgeschlossen. Marineoffizier! Aber es ist... Excuse me, just one question. My dear fellow, you're talking to the right man. Ha! Also doch! Der ehemalige Marineoffizier, Mr. Rodos, war mit dem adligen Pärchen an unserem Tisch gesessen. Die beiden Männer hatten sich über Yachten und Segeln unterhalten, während die Frau mit dem Gehstock herumgespielt hatte. Womöglich hatte sie ihm... dann beiseite gelegt und ihr Mann hatte vergessen, ihn mitzunehmen, als sie sich zur Seance des Mediums aufgemacht haben. Nun bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als selbst die Seance aufzusuchen. Hey, Sherry, don't we now have the perfect excuse to visit the seance? I'm just going to give the cane to its owner. You will not persuade me to take part in this show. Dieser Gehstock gehört einem... ich kann... Was? Ach so, nach unten. Ich kann den Gehstock seinem Besitzer zurückgeben. Ja, dann mach das. Aber wie mache ich das? Can I ask you a question? Nein. Oh, I'm sorry, but... Fallmappe. Gehstock, Krone archiviert. Nee, Fälle. Oh Gott, wo mache ich das jetzt? Vermächtnis, Sammlung, Tagebuch, Karte, Garderobe. Da
kannst ja nicht das Outfit wechseln. Hm. Hinweis entfernen. Den brauche ich jetzt nicht mehr. That's beyond my knowledge. Aber. Oh Leute, Freunde, es tut mir so leid, dass das hier alles so durcheinander ist. Steht hier irgendwas von Inventar, Dialoge, Verkleidung, Klatsch und Tratsch, Ermittlungen, Gedankenspiele, nichts. Mit Personen reden, fotografieren, dich verkleiden, nutzen, mit Personen in der Nähe, die den Ort suchen, dich verkleiden, John möchte dich herausfordern. Drücken und raus den Hinweis. Also einige von euch haben mir in die Kommentare geschrieben, dass sie es hier wirklich aufgegeben haben wegen der Steuerung. Und ich kann es so ein bisschen verstehen. Konzentrationsmodus, sehe an, bla bla bla. Kampf, das wollen wir auch nicht. John. Vor allem mal begehen wir uns sehr gut. Umgebungsanalyse, Fotogramme, Gedankenspiele interagieren. Ausgewählten Hinweis auf Bildschirm anheften. Das, was ich halt nicht verstehe, ist, dass wir hier kein wirkliches Inventar haben. Wette mit John. Leider habe ich die Wette verloren. Ja, das weiß ich. Das sind die Geschichten. Das ist archiviert. Das ist es auch alles nicht. Can I ask you a question? Nein. I'm sorry, but I've never heard of that. Tja. Come on, if you hurry, perhaps we'll see the ghost. Okay.